أما أباد فإنك أستكى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Wir loben und wir preisen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung von Sünden. Sünden, die bis diesem Moment yani, gesammelt haben. Sünden würden gesammelt, liebe Brüder im Islam, und würden auch Hasanat gesammelt. Friede auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Friede auf seine Familie. Friede auf alle Mu'minin, Friede auf alle Sahaba und alle Mu'minin bis zum jüngsten Tag. Liebe Brüder im Islam, lass uns zusammen gewinnen. Lass uns zusammen, dass wir große Ziele setzen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, seht ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie schnell yani, ein Jahr geht vorbei und jetzt ist eingetreten, sind die besten Monate eingetreten. Yani, sind die besten Monate eingetreten, jetzt Monat Muharram und dann kommt Monat Sha'ban, lieber Bruder, und dann kommt Monat Ramadan. Und in diesen Monaten kann man sehr viel gewinnen, liebe Geschwister im Islam. Lasst uns zusammen, dass wir yani, zusammen in Paradies eintreten sollen, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, jeden Tag schenkt dir einen Tag und Allah subhanahu wa ta'ala zwischen Gebete, yani von einem Gebet zu dem anderen Gebet, gibt dir eine Möglichkeit und eine Chance, um zu gewinnen, lieber Geschwister im Islam, um deine Sünden zu vergeben, gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala jeden Tag. Zwischen Dhuhr und Asr hast du eine Möglichkeit. Zwischen Jum'a zu Jum'a hast du die nächste Möglichkeit, lieber Bruder, um deine Sünden zu vergeben. Dann zwischen Monat Ramadan und dem Monat Ramadan. Dann zwischen Umrah und Umrah und zwischen Hajj und Hajj, lieber Bruder im Islam. Schaut hier, wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Gnade, guck mal, wie die Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala kommt runter. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diesen Monat und bereitet dich vor für Monat Ramadan. Monat Ramadan, liebe Geschwister im Islam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat am meisten sich zurückgezogen. Er hat sich am meisten zurückgezogen. Mit was? Mit seinem Körper und seiner Seele. Er hat sich zurückgezogen, lieber Bruder. Warum hat er sich zurückgezogen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala zahlt sehr viel in diesem Monat Ramadan. Am meisten, yani im Monat Ramadan, wird gezahlt von Allah subhanahu wa ta'ala. Bighayri Hisab. Es gibt keine Waage. Yani bighayri Hisab, yani ohne Zahl. Du weißt nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala yani, dich belohnen wird yani für den Fasten des Monats Ramadan. Bereite dich vor, meine Brüder, jetzt in diesem Monat. Von dem Sunnah, dass man sich bereitet vor in diesem Monat, ist, dass man mehr als die Hälfte von diesem Monat fasten sollte. Und dann in dem Monat Sha'ban, liebe Brüder, dann sollte weniger als die Hälfte fasten. Und wenn kommt Monat Ramadan, dann sollte man den ganzen Monat Ramadan fasten, liebe Brüder. Es ist eine Pflicht. Allah subhanahu wa ta'ala bereitet dich vor. Und Allah subhanahu wa ta'ala, yani von dir, von seiner Gnade, schickt yani diesen Monat. Und du bist einer von den Gläubigen, subhanallah, liebe Brüder. Wenn man guckt, wie man kann dem Paradies gewinnen. Öfters haben wir es gesagt, mit einer Date kannst du dem Paradies gewinnen. Lieber Bruder, guck mal deinen Mangelhaften. Wo ist deine Mangelhaft? Wo ist deine Nacks? Wo bist du Nacks? Wo hast du, yani, wo sind deine Mangelhaften? Wenn sind Mangelhaften in dein Gebet, dann stärke dich in dein Gebet. Wenn sind Mangelhaften in deinem, yani in Mangelhaften zum Beispiel in Fasten, dann faste, lieber Bruder. Wenn Mangelhaften sind gegenüber deinen Eltern, kein Respekt gegenüber deinen Eltern, dann respektiere deine Eltern. So, lieber Bruder, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat eine von den Menschen, Waisal Qarni, ist bekannt, die Geschichte hat ihn nicht vergessen, lieber Bruder. Warum? Weil der war sehr gut mit seiner Mutter. Yani, der hat so schön, so gut yani, behandelt seine Mutter. Er hat zu seiner Mutter gesagt, ich würde zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gehen, eine Lebewesen, die beste Lebewesen, die Allah zu uns geschickt hat, hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber hat sein Wort gehalten, yani er hat seine Versprechen gehalten, lieber Bruder, und ist bis zum Türe vom Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat den Prophet nicht gesehen und ist zurückgezogen zu seiner Mutter. Er hat seine Versprechen gehalten. Geschichte vergisst solche Leute nicht. Sei es du einer von denen,
du kannst es werden. Subhanallah, lieber Bruder, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat diese Dunya in deine Hand gegeben. Du bist Hur, du bist frei. Du kannst für Kufr entscheiden, meine Bruder. Und du kannst für deine Iman, für deine Imantaten entscheiden. Alle, die wir hier gekommen sind, wir haben es entschieden. Wir wollen den Iman, wir wollen den Paradies. Strebe nach deinem Wissen. Wissen ist Fadul ein, lieber Geschwister im Islam. Du erleichterst zu deiner Umme. Viele Leute, die denken an diese Umme nicht. Viele Leute denken an diese Umme nicht. Wisst ihr, warum, lieber Bruder, denken die viele, viele Muslime denken an diese Umme nicht? Weil der für sich alleine denkt es nicht. Der hat sich ja nicht zurückgelassen. Der denkt nicht. Der denkt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, lieber Bruder, in unseren Ländern, wenn man guckt, sieht man und hört man, wie viel man sieht, dass in den Gräbern Leute würden bestraft. Kommt vorher von einem Grab. Die haben es gefragt. Eine Frau, 20-Jährige, 25-Jährige, immer wenn die Eltern gebetet haben, hat sie gesagt, ein Wort, hat gesagt, habt ihr umsonst gemacht. Habt ihr eure Köpfe zerbrechen? Einmal yani hoch und runter. Habt ihr nur umsonst gebetet? Subhanallah, diese Kelime war. Und sagen die Leute, die sie begrabt haben, dass von Feuer kommt von diesem Grab raus. Eine kleine Kelime. Sie hat das gedacht, subhanallah, mit diesem Wort, yani gibt sie an, habt ihr umsonst gemacht? Yani habt ihr eure Köpfe umsonst zerbrechen? Subhanallah, yani, habt ihr euch umsonst bewegt? Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt eine Strafe. Allah zeigt eine Strafe, liebe Brüder. Und viele Frauen und Männer, die sehr viel bekannt mit Koran waren und sehr viel bekannt sogar mit Islam, aber haben hinter Leute gelästen, haben Ghibe und Namima gemacht. Bereite dich vor, lieber Bruder. Jetzt hat angefangen einen Monat, wo du dich vorbereitest. Bereite dich vor. Nehme jede Sunna vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jede Sunna vom Prophet. Viele Leute, liebe Brüder, viele von dem Kuffar, die wollen gesund sein und die fasten, die machen eine Fast nicht wie wir, sondern die essen nur einmal am Tag. Viele von dem Kuffar, die keine Muslime sind. Die schützen sich von Krebs und von vielen Krankheiten. Allah subhanahu wa ta'ala uns hat einen Prophet geschickt. Und diese yani Fasten ist schon vor alle Völkern, yani vor dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und es wurde yani in Surat al-Baqarah steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er hat yani diese Fasten auch die anderen Völker yani befohlen, dass die fasten. Jetzt Monat Ramadan kommt langsam, bereite dich vor. Bereite dich vor komplett mit deiner Familie. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Schütze dich und nehme in Schutz deine Familie. Lass deine Familie nicht, nehme in Schutz. Ich habe öfters gesagt, lieber Brüder, wegen Durus, yani Durus al-Alimiyya. Wenn man sieht, die Moscheen sind leer, yani die Moscheen sollen geschmückt werden mit Dars. Die Moscheen sollen nicht geschmückt werden yani mit was weiß ich, mit schönen Wänden oder mit schönen Minaretten, wie viele Moscheen, die yani schöne Minaretten machen. Das soll nicht geschmückt werden so. Yani Schmuck von einer Moschee ist Jama'a. Fünfmal am Tag beten und kommen in Durus, teilnehmen. Erleichterst du dir die Wege vom Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala, wer nimmt teil in Dars, er hat, yani ist eingetreten in Paradies des Diesseits. Ja? Paradies des Diesseits, lieber Bruder in Islam. Du tretest es ein. Viele von uns wollen es nicht. Wenn du sagst, das ist Fardul Ain, lernen. Wir haben so viele Mishakil, so viele Probleme auf dieser Erde. Warum? Viele Probleme, viele Länder sind Beispiel von Problemen wegen Unwissenheit. Wegen Unwissenheit, lieber Bruder. Deswegen, Unwissenheit kommt, yani Unwissenheit bringt Probleme hinter sich. Lieber Bruder im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat yani die beste von den besten Monaten haben es angefangen. Yani Monat Rajab, Monat Sha'ban und kommt inshallah Monat Ramadan. Bereite dich vor. Mach irgendwas mit deinen Kindern. Nimm es vor mit deinen Kindern was. Dass die fasten sollen. Zumindest wenn die zu klein sind, die halbe Tag zu fasten. Eine Übung sollen es machen, lieber Bruder in Islam. Hast du mal dich verglichen einmal mit Sahabe?
Viele von uns denken darüber nicht. Soll ich mich vergleichen mit einem Sahabe? Kannst du es dich vergleichen? Mit der besten Generation vom Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Allah hat die ausgewählt. Die haben es mit Kindern so gespielt, den ganzen Tag, dass die fasten sollen. Dass die nicht drauf kommen an Essen und Trinken. Und die Hitze in Saudi-Arabien, lieber Bruder, ist nicht im Vergleich mit Hitze von Deutschland. Kannst du nicht vergleichen. Du kannst es nicht vergleichen, was für Hitze ist in diesen Ländern darunter. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat als Gnade gemacht die Hitze. Von allen Ländern gehen die Leute Umrah und Hajj, die würden nicht frieren. Die haben eine extra Kleider. Eine Kleider von einem Hajj. Ja, die Kleider sind extra. Die können nicht Hajj machen mit Kleidern, die wir so angekleidet sind. Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen ist eine Wärme da. 12 Monate lang hast du eine Wärme, lieber Bruder in Islam. Deswegen, ich sage es zu euch, bereite dich vor, lass uns zusammen gewinnen. Guck mal, das Thema ist heute, lass uns zusammen gewinnen. Lass uns den Paradies zusammen gewinnen, lieber Bruder in Islam. Jetzt sind die besten Monate eingetreten. Bereite dich vor, bereite dich vor. Guck, wo deine Mangelhaften sind. Guck, wo deine Mangelhaften sind. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wir sehen, lieber Bruder, von vielen Jugendlichen, mangelhaft bei vielen Jugendlichen, die zeigen keinen Respekt gegenüber Eltern. Respektlos sind die Kinder in heutiger Zeit. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wurde es gefragt, yani, welche Taten sind die besten bei Allah, subhanahu wa ta'ala? Sagt, Gebet in seiner Zeit, Respekt gegenüber Eltern und Dschihad fi sabilillah. Guck mal, lieber Bruder, Dschihad fi sabilillah kommt am Ende. Erstes Mal sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das Gebet in Zeit. Und dann Respekt gegenüber Eltern. Respekt zeigen gegenüber Eltern. Lieber Bruder, es sind nicht unsere Eltern wie Schränke. Manche Leute denken, das ist nur ein Schrank. Sieht Mama wie ein Schrank. Auch wenn wie ein Schrank aussehen würde. Die Schränke haben es Türen. Oder die Schränke haben die, wie nennt man das? Yani, die Schränke würden zu und aufgemacht. Yani, die Türen oder Schiebetüren oder egal wie, was die haben. Lieber Bruder im Islam, der Prophet ganz genau hat so gesagt, entweder sind die Türen vom Paradies, du öffnest eine Tür vom Paradies durch Barmherzigkeit, die du zeigst gegenüber deinen Eltern, oder es ist eine Türe, wo du landest in Hölle, in Jahannam, für Ewigkeit. Auswahl ist bei dir. Hast du La ilaha illallah gehört? Muhammad Rasulullah. Du hast erst einmal La gesagt. Ich akzeptiere. Guck mal, La, was bedeutet? Ich akzeptiere keine Gesetze außer Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du widersprichst das? Und du widersprichst das, was Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter die Füße deines Mama, deines Mutter ist der Paradies. Ob Mama alt ist oder Mama jung ist. Ist uns egal. Yani, man tretet im Paradies. Viele Leute, lieber Bruder, noch einem, ich will noch ein kleiner Nasiha machen. Wenn der Monat Ramadan kommt, viele Brüder bleiben ganze Nacht wach und ganzen Tag, nur für das Gebet, die stehen auf und beten das Gebet und sind am Schlafen. So ist nicht Sunna vom Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Wenn du ein Problem, organisches Problem hast, du bist befreit worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist befreit worden. Wenn du willst Hasanat, dann gib das Hasanat. Wenn zwei Brüder fasten, dann gib Essen, ob du gefastet hast. Und wir haben in unserer Moschee hier eine Möglichkeit von 200, 150 oder 200 Brüdern oder mehrere Brüder am Tag zum Beispiel zu ernähren, verstehst du, mit Fasten. Ob du die ganze, yani diese, ob du für 200 Leute gefastet hast, hast du eine Möglichkeit. Aber falls, wenn du fasten kannst, dann mach den Ramadan nicht Schlafmonat. Schlaf nicht in Ramadan. Viele von uns machen das, lieber Bruder Islam. Es ist ein großer Fehler, die verpassen das. Einfach nur atmen im Monat Ramadan. Es ist nicht, du kannst es nicht vergleichen wie in anderen Monaten. Nur diese Atmungsweise, es ist anders. Und Monat Ramadan ist gekommen. Deine Seele und deine Körper, ja, deine Seele und deine Körper zu verbessern.
deine Seele. Und es ist nicht, solltest du nie vergleichen, vergangenen Monat Ramadan mit diesem Monat Ramadan jetzt. Du sollst noch besser, noch mehr streben, noch mehr tun. Es gehört zu Iman. Gehört zu Iman, lieber Bruder, viele Leute fasten es nicht. Viele von unserer, egal welche Nationalität wir haben hier, die essen und trinken auf die Straße im Monat Ramadan, die schämen es nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bi ghayri hisab. Ohne Ende zahlt. Ohne Ende zahlt Allah subhanahu wa ta'ala. Und viele, es lassen es, yani vernachlässigen diese Khair, diese große Khair. Diejenigen, die das verleugnen, dass Ramadan ist Pflicht, der ist ein Käfer mutlak, lieber Bruder. Ein Käfer mutlak. Was heißt, mit Konsensus von den Gelehrten, der ist ein Käfer. Wer sagt, Ramadan ist nicht Pflicht. Viele Leute sagen, ich esse, Allah sieht mich nicht. Viele von unseren Leuten, guck mal, die verleugnen eine Sifat von Allah subhanahu wa ta'ala, der Allsehende ist. Der Allsehende ist, lieber Bruder. Der sieht überall. Der hört. In Surat al-Mujadila kam der Vers. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist eine Frau gegangen und hat zu dem Prophet Beschwerde gemacht. Und hat die Frau gesagt, yani, dass ihr Mann in Zeit von Jahiliyyah war so, wenn die haben es verglichen. Die Frauen haben gesagt, deine Rücken, yani deine Schultern sind wie von meiner Mama. Und in Islam, wenn du sagst zu deiner Frau, du siehst wie meine Mama, yani in Islam, nachdem der Prophet, dann musst du diese Frau scheiden lassen. Es ist Pflicht für dich. Du kannst deine Frau nicht vergleichen mit deiner Mama. Das heißt, deine Schultern sind, und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach mit die Frau, er hat sie nur yani, geflüstert, ja? Und die Frauen haben es gesagt vom Prophet, wir haben es nicht gehört. Und Allah meldet sich von oben. Sagt, wenn ihr zwei seid, Allah ist der Dritte. Wenn ihr drei seid, Allah ist der Vierte. Wenn ihr vier seid, dann Allah ist der Fünfte. Wenn ihr mehr seid oder weniger seid, Allah ist immer dabei. Und viele Leute verleugnen diese Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Lass, lieber Bruder, dass wir zusammen gewinnen. Dass wir steigen eine Derece noch höher als Derece von letzter Ramadan. Was wir verpasst haben von Qiyam al-Layl, was wir von zum Beispiel von Monat Sha'ban und Monat Rajab und Monat Sha'ban, viele Leute, liebe Brüder, die fangen an, erste 20 Seiten vom Koran zu lesen und die lassen es. Die lassen es, 20 Seiten vom Koran. Wenn man hört die Geschichte von den Gelehrten früher, die haben manche Gelehrte jede Nacht eine Khatam gemacht. Aber wir sagen es zumindest lese den Koran durch in Monat Ramadan. Weil es Monat vom Koran. Und wurde Tahqiq oder wurde beigebracht zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam von dem Jibril alaihi salatu wasallam. Deswegen, lieber Bruder Islam, lass uns, dass wir diesen Monat, dass wir zusammen anfangen. Surat al-Mulk, lieber Bruder, ist so bekannter Hadith, dass wir lesen jede Nacht. Dann wurdest du, lieber Bruder, von was? Du wurdest befreit von der Strafe des Grabs. Wer liest von uns? Wer liest so leicht? Zwei Seiten, noch drei Eier dann. Sagen wir zweieinhalb Seiten. Viele von Brüdern haben es auswendig. Liest du jede Nacht? Jede Nacht lesen. Ha? Wallahi, ich habe eine Mama, liebe Brüder in Islam. Wenn ich was gesagt habe, sie hat alles praktiziert. Ich sage, lies diese, sie liest. Mach das, sie macht. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ist über 84 Jahre alt, jeden Tag mit Koran in Hand. Jeden Tag mit Koran in Hand. Jeden Tag mit Koran in Hand. Wo ich gesagt habe, meine Mama, so, ich sage, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat sofort angefangen. Er hat Surat al-Kahf gelesen, in jede, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist Sunna, dass man in Surat al-Kahf, lieber Bruder, vor Jumu'ah, seit Jahren lang liest. Wissen wir, dass Surat al-Kahf ist Sunna, dass man liest? Wissen wir? Wenn ich frage von Anfang bis Ende, 70%, ich denke mal, die nicht gelesen haben. 70%.
stärke dich, mein Bruder, und guck, wo sind deine Mangelhaften? Wisst ihr, warum wir haben diese Probleme? Weil wir machen keine Jalsa Islamiyah. Weil wir sitzen nicht mit Brüdern und wir erinnern uns nicht gegenseitig. Deswegen, lieber Bruder im Islam, lass uns zusammen steigen, lass uns zusammen gewinnen, lieber Bruder. Und jetzt sind die besten Monate, wo du Reue zeigst, beste Monat, am meisten yani, wird von Allah angenommen, lieber Bruder. Und die besten Monate, du hast nicht bessere Monate für deine Reue. Für deine Reue. Reue, die du jeden Tag Sünde machst. Mit deinen Augen, mit deinen Händen, mit deiner Zunge. Wie viel Bruderschaft ist kaputt gegangen? Sag dir, lieber Bruder, nur durch unsere Zunge. Ja, die Bruderschaft. Wir reden, ob, subhanallah, ob keine Wert ein Bruder hat, ob keine Ehre ein Bruder hat. Aber wisst ihr, das ist alles gegen dir. Alles gegen dir. Du würdest es verlieren in Jenseits. Allah lässt deine Sünden sammeln und deine Hasanat auch sammeln. Ich bete Allah subhanahu wa ta'ala, unsere Sünden zu vergeben, Sünde von unseren Eltern zu vergeben, Sünden von allen Mu'minin zu vergeben. Ich bete Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zusammen so im Paradies eintreten sollen, wie ich bete zu Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen, die gestorben sind und für diejenigen, die neugeborene Muslime und für diejenigen, die neu sterben werden. Ich bete zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass die im Paradies eintreten sollen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبيل الدموع سبيل مريح تنادى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح